Dieser zweite scheiß Vierersprung, Mann! Das ist für ein Arsch! Ah! Hey Leute und herzlich willkommen zur 17. Folge 500 Jumps to Death. Und wir sind übel weit gekommen. Also ich bin hier bei Skates Folge bis hierhin gekommen und es sind einfach die letzten 10 Sprünge. Ja, aber das macht es deswegen nicht einfacher. Und das, ja, das schaffen wir niemals. Oh Gott. Oh Mann! Oh, ich war schon wieder kurz da. Diese Tür, die gerade aufgegangen ist, ich habe sie noch aus den Augenwinkeln gesehen. Das war die Tür, die ich hätte nehmen sollen. Die Tür in meine Erlösung. Die Tür in mindestens einen halben Tag kein Jump'n'Run spielen. Boah! Ihr müsst ja auch wissen, wir trainieren hier jeden Tag 16 Stunden, ja, damit wir überhaupt auf den Level kommen, den wir brauchen, um das hier ansatzweise zu schaffen. 16 Nein! Stunden am Tag. Da bleibt gerade noch Zeit zum Schlafen. Basti hat seinen Job schon aufgegeben, nur damit wir hier ein bisschen vorankommen. Boah! Ja! Das war mein Klick, du Pfosten. Nein, das war nicht dein Klick. Doch, Klick was? War von dir. Nein, ich bin da durch. Nein, Skate! Doch. Ich bin direkt hinter dir gewesen. Nein! Komm jetzt wieder hierher! Nein, ich hab's geschafft! Nice, Skate! Doch! Videobeweis! Ich hab's alles auf Video! Ich nehm doch auch auf! Ja, ja. Komm jetzt her! Ich hab's geschafft! Nein, hast du nicht! Doch hab ich! Nein! Ich lauf auf dem Glas! Kannst du das auch? Hör auf mit der Scheiße! Ich hab's geschafft! Mann! Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es geschafft habe. Ah! Dann lassen wir uns jetzt mal mehr Zeit zwischendrin, Mann. Ich will eindeutig wissen, dass ich es geschafft habe. Ja, okay, warte. Dann spring ich jetzt. So, okay. Du wartest, bis ich tot bin. Okay. Gut. Ich warte, bis du tot bist, so ich. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich es geschafft habe. Nein! Es war so gut, der Lauf einfach. Er war perfekt. Du machst mir das kaputt, indem du sagst, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, weil ich direkt hinter dir war und geklickt habe. Glaub dir das aber nicht. Ich habe gerade wirklich die Erlösung gefühlt, Mann. Oh. Hast du schon mal so die Erlösung gefühlt wie ich gerade? Ich glaube es nicht. Nee. Mann. Okay, warte. Oh, fuck. Jetzt ungefähr das. So müsste ich es anfühlen, wenn du in den Himmel kommst. Oha. Boah, Mann, oh. Ah! Jetzt schaffe ich es nicht mal den ersten Sprung. Ja. Wir sind einfach des Todes, wir sind verdammt. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Na super. Ja! Hey, den hätte ich locker geschafft, weißt du, wäre ich nicht stehen geblieben. Aber ich stehe jetzt hier halt. Manchmal muss man auch einfach stehen bleiben. Ich bleibe jetzt hier stehen. Oh, Mann. Ich bin voll weit gekommen! Ich hab's gesehen. No, ich nicht. Oh Mann. Also ich sage, ich habe es schon geschafft. Ich glaube, dieser Versuch von mir, der war gut. Nein, war's nicht! Doch, war er. Ich weiß das. Ich habe das gespürt. Die eine Tür, die war falsch, aber dann habe ich... Ups, jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Ja. Huh. Diese Tür war für mich bestimmt. Glaub mir, es war meine Tür in die Erlösung. Och, leck mich, Alter. Erlösung könnte ich jetzt gerade echt gut. Boah! Ich hab überhaupt nicht gedrückt. Oh Mann! Und du drückst, aber es macht keinen Unterschied. Es ist doch nicht so schwer. Mann! Ich hab die Sprünge schon 10.000 Mal davor gemacht. Auch. Ja, aber hier geht's halt auf Zeit. Das ist das Böse. Ja, ich glaube, es ist gar nicht das Problem, dass es auf Zeit geht, sondern es ist das Problem, dass es unsere letzten Sprünge sind. Oh, Mann! Und jedes Mal, wenn du so weit kommst, habe ich Angst, dass du es schaffst. Dann bleibe ich zurück und... Boah, der war viel zu schlecht. Warte. Ah! Oh Mann, es ist einfach so. Ei, ich. Jetzt packe ich nicht mal die einfachen Sprünge. Oh Gott! Ich bin so dumm zum Drücken.
Oh, 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 ja. Nee. Was heißt hier? Ja, ich bin Kacke, Alter. Ich will vor dir ins Ziel. Hä? Spiel die Map erstmal ohne Cheaten, Mann. Oh, lerne erstmal Longboard fahren. Hä? Hab erstmal so viel Abos wie ich. Wie viel? Zwei? Ach komm, leck mich. Nur weil nur 10.000 Subs mehr ist jetzt nicht. Hey. Erstmal so viel Geld als Kindergärtner wie ich. Ach, scheiße. Na gut, du bist cool. Oh Mann! Ja. Ey, ich hab's wieder voll weit geschafft. Ah! Hallo, liebe Kinder. Heute drücken wir gar nichts, sondern rennen einfach nur ins Ziel. Nein! Ich hab den Dreh raus. Ich sag, du hast mir meinen Erlösungssprung weggenommen. Sag ich nicht! Doch. Ich frag Stegi. Stegi weiß das. Boah! Das ist echt schön, dass du mich so oft hintereinander starten lässt. Warum immer dieser zweite scheiß Vierersprung, Mann? Das ist für ein Arsch. Ah! Ich will auch ein bisschen schreien, aber ich kann nicht, Mann. So stehen meine Nachbarn da. Nein! Verdammte Kacke. Oh, Mann! Puh. Warum immer der? Der ist doch gar nicht so schwer. Ah! Mein Auge pocht schon. Das heißt, ich stehe kurz vor dem Kreislaufkollaps. Mann! Bin nervlich wirklich schon bald auf einem tieferen Level als bei... Varo. Nee, Varo war ich nervlich eigentlich die ganze Zeit relativ gut drauf. Ey, fick dich. Nein! Ich habe kurz innegehalten. Mann. Für ein winziges kleines bisschen. Und die Tür hat sich einfach in dem Moment geschlossen, als ich hindurchgehen wollte. Und es war so unendlich knapp. Ey, Mann, das ist so bitter, was wir hier gerade durchmachen. Ich war so unendlich kurz davor, es zu schaffen. Ich glaube, du hast mir tatsächlich nicht meinen Siegesdinger weggenommen. Das war tatsächlich deiner. Bah. Das ist unglaublich hart. Das ist unglaublich hart. Jetzt schaff ich es auf jeden Fall. Bah! Nein! Oh, der war so schön. Der war wirklich dir so nicht gegönnt. Bah! Wie du einfach immer schon am Anfang runterspringst. Ja. Da war ich selbst überrascht. Boah, Mann! Das sind so schöne Läufe dabei. Oh. Nein! Oh! Bah! Das war echt knappes Geld. Weiß ich, ich hab dieser letzte Sprung, da muss man mit der Maus einmal schnell rumreißen. Und ich positioniere jetzt meine Maus, dass ich den hier machen kann. Dass ich so richtig Bang Your Head into Destiny machen kann. Und dann die Maus einmal herumreiße und damit mein Schicksal bis in alle Ewigkeiten. Nein! Ich hab schon langsam so ein bisschen Herzklopfen auch. Ich auch, die ganze Zeit durchgehen. Und ich hab so langsam auch schon vom Schreien einen etwas trockenen Hals. Wenn, dann müsste ich das haben. Das stimmt, aber ich schreie halt anders. Ich schreie vielleicht, oh Alter, ich hab so eine tolle Freundin, sie kommt einfach gerade her. Und schenkt mir vor meiner Nase etwas Neues zu trinken ein. Hast du sowas auch? Boah! Richtig. Die lernt gerade fürs Abi. Die lernt fürs Abi, siehst du mal. Meine Freundin hat schon ein Abi. Wir bitchen uns jetzt mit Freundin. Mann! Ja! Meine hat die größeren Titten. Das glaube ich nicht. Wetten? Ja. Ja? Ali, wir haben gerade auf deine Titten gewettet. Ist das okay? lass sie mal ans Mikro. Nein, dann muss sie nämlich vor dem Bildschirm vorbei, das geht nicht. Was? Ist das herrlich. Hä? War das schon meine Tür? Alter, Alter! Nein! Huh! Das hast du echt Angst gekriegt, gell? Ja, und wie? Ich hab schon die ganze Zeit Angst. Ich wüsste nicht, was ich machen soll, wenn du im Ziel bist und ich nicht. Oh Mann. Oh. Ich wäre so allein. Ich würde mich so unglaublich allein fühlen.
Ich würde dich bitten, es nochmal zu machen, nur damit ich nicht allein bin. Ich würde es sogar machen, für dich. Siehste, dann sind wir jetzt so extrem Druck. Ich glaube, wir sind jetzt so fest zusammengewachsen. Vor allem wegen deiner Hilfeaktion, ne? Was? Wo du mich versucht hast, auf Twitter wiederzufinden, nachdem ich mich 2,5 Jahre lang nicht im Internet gemeldet habe. Oh ja, das war bitter. Oh. Das ist auch bitter, du. Weißt du, vor allem, wenn wir es jetzt nicht schaffen in den nächsten 5 Minuten, dann kommt morgen die letzte Folge der Woche, ich bin zu dumm zum Springen, wo wir nochmal die Chance haben, Ungeschehenes geschehen zu machen und diese Map, wie hart sie auch sein mag, bis zum Ende durchzubringen. Nein! Ah. Der zweite Vierer wieder! Gut. Boah, warte. Vielleicht manchmal auch nicht. Bah! Oh, ich muss rülpsen. Weißt du, ich dachte, diese Map ist eigentlich human. Irgendwann sagt sie einfach, hey, nein! Du hast es geschafft. Hey, du darfst es passieren. Du hast jetzt 10.000 Vierersprünge am Stück hintereinander geschafft. Aber nein, sie sagt, du hast nicht mal gedrückt, ne? Was? Ich hab nicht oh Mann. Also es sah zumindest nicht so aus. Es war kein Redstone-Signal in Sicht. Nein. Ich werde nie vergessen, wie ich vor dieser Tür stand und sie sich gerade davor ein winziges bisschen zu früh geschlossen hatte. Es war einfach, du hast schon mit einer Hand hast du schon durch und dann kam die Tür und hat sie dir einfach... Oh, ich hab's aus Versehen geschafft. Und jetzt, hä? Oh, ich bin zurückgepackt! Ich bin verfickter Mann zurückgepackt! Ach, nein. Ah, ich hab nicht gedrückt. Ich bin gerade in der Tür gewesen und wurde zurückgebackt. Das gibt es doch nicht, Alter. Das es einfach nicht. Alter Schwede. Wow. Ah, da ist sie auf. Und ich war ein bisschen zu schnell. Dadurch, dass ich hier oben starte, habe ich so ein kleines bisschen Zeit über, die ich in korrekte Positionierung am Ende stecken kann. Das gibt mir echt einen Vorteil. Ja, das würde der Raten auch von mir das jetzt auch. Wow. So. Warte mal. Hä? Geh mal weg. Merkst du was? Viel cooler. Warum? Ich finde das andere besser. Ich mag's von hier oben lieber. Nein! Oha, oha, er hat's geschafft. Ich bin durch. GG. Ich bin durch. Er hat's geschafft. Fuck. Ich bin durch. Oh Mann. Nein. Ich bin durch. Du Penner. Du. Oh Gott. Nein. Ich hab's geschafft. Meine Freundin sitzt neben mir und meint, ich hol den Whisky, okay? Checkpoint setzen, Alter. Oh mein Gott! Nein! Mein Ei tut weh! Was? Oh mein Gott! Boah! Oh mein Gott! Oh fuck. Ich habe unentschieden die heftigste Map überhaupt durchgespielt. Oh Mann. Nein! Bah! Boah! Ich habe jetzt voll die guten Läufe. Hör auf! Nein! Oh Mann! Alter! Du Penner! Oh. Oh yeah! Mann, das schaff ich gar nicht mehr! Oh yeah! Bah! Hey, Skate! Oh yeah! Halt jetzt die Fresse!
You just completed 500 jumps to death. Alter, ich fühle mich gerade wie auf mindestens 2 Promille, ne? Also Bluthochdruck ist, glaube ich, ein Kinderspiel hiergegen. Boah! Alter. Mann, ich schaffe jetzt gerade gar nichts mehr. Das gibt's einfach nicht. Du hast... Ohne dich macht die Map keinen Spaß. Das gibt's einfach nicht, Alter. Das gibt's einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Nein. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es. Oh, boah, was ist das? Oh mein fucking Gott. Es tut mir leid, für dich das sagen zu müssen, aber deine Folgenzeit ist nun verbraucht. Halt die Fresse! nein! Es ist morgen die letzte Folge. Bei mir. Ja, und ich? Ja, du hast doch die Möglichkeit, es zu schaffen. Ich werde dir nochmal helfen. Wie denn? Ich denke, ich nehme mich nochmal zu dir kommen und dir Ratschläge gebe oder so. Ich hab's doch schon geschafft, aber die scheiß behinderte Kacktür will nicht aufgehen. Also übrigens, ich möchte nicht die Meinung verderben gerade, aber wärst du gerade nicht runtergefallen, hättest du es geschafft. Ich weiß. Das hier ist aber für die meisten Checkpoints so, wenn man nicht runterfällt, dann schafft man es meistens. Mann. Komm dir entgegen. Oh, es fühlt sich so gut an, seinen Checkpoint zurückzusetzen. Oh. Bah! 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 Ups. Bah! Oh Mann. Oh mein fucking Gott. Ich setze übrigens, ich bekomme gerade die ganze Zeit neue Tode, fällt mir auf. Aber es ist egal, das zählt dazu. Nein! Reinflattern. Alter. Och Mann. Alter. Deine Folge ist verbraucht. Das ist mir scheißegal! Ich hab's doch auch nicht in meiner Folge geschafft. Ah, aber ich bin gerade so mega motiviert! Bah! Ja, das kannst du doch. Egal, machen. Tschüss!